So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich nehme diese Folge zwar jetzt gerade am Mittwoch auf und normalerweise wäre die am Mittwoch auch rausgekommen, aber der Mittwoch diesmal war ganz anders, denn ich habe mich dazu entschlossen, die ganzen Raid-Stunden zu spielen. 8 bis 9 Uhr in Wellington, 11 bis 12 Uhr in Tokio, 14:30 bis 15:30 in Neu-Delhi, 18 Uhr Raid Mania bei uns ganz normal am Mittwoch, wie das immer so ist, 0 Uhr New York, 3 Uhr San Francisco und 6 Uhr Hawaii. Da war ich den ganzen Mittwoch so beschäftigt, dass ich dachte, ich will Raid am Mittwoch da nicht noch mit reinquetschen. Alles auf der Suche natürlich nach einem 100% Darkrai. Ob ich das geschafft habe oder nicht, werdet ihr wahrscheinlich wissen, wenn dieses Video rauskommt. Ansonsten habe ich immer noch meinen Schlafanzug an, weil ich immer noch in der Quarantäne bin, jetzt in der Woche 2. Und trotzdem möchte ich natürlich weiter euch mit Videos versorgen. Weiterhin natürlich auch Raider Mittwoch, nur diesmal wieder am Donnerstag, da eben mehr Platz war und das nicht untergeht. So, wir wollen doch nicht lang labern. Ihr habt gestern hoffentlich eingeladen, heute Abend ist nichts zum Einladen, heute Abend vielleicht Mega-Absol-Raids für Zuschauer, wenn da noch Leute Bedarf haben. Jetzt geht's aber los mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim K-Joker, Urlaub ist rum, da geht es wieder rund auf Arbeit, Shiny Kleinstein mitgenommen auf Arbeit. In jedem siebten Ei beim Bob the Rob hier auch ein Shiny Slimer, Alola mit Senfbart, Juel hat sich einen Shiny Griffel gegönnt, Bockwurst King, 100er Weberag, Genaya. Danke an Drachek23 für das Shiny Giratina. Ihr seht, das ist Anfang der Woche gewesen. Da war ein Darkrai noch nicht mal drin dann. Seit dem letzten Mittwoch. Ich finde dieses Bild besonders cool. Da das Giratina so nach oben schaut, hat das irgendwie voll was Episches. Ansonsten werdet ihr nicht mehr so viele Giratina-Bilder hier sehen. Da ja ab Freitag dann Darkrai da war. Jojo, Shiny Click gegönnt, Shiny Praktibalk gegönnt, Deferis hier mit einem Shiny Krypto Samurzel, Benjamin Engel, Shiny Makabaya, die da auch schon eins, ja. Thomas Rote, der cheatet wieder auf höchstem Niveau, der hat nämlich zwei unendliche Brutmaschinen, wie auch immer das funktioniert, aber doppelt hält besser, sagt man immer. Master Gossi, auch verliebte Smileys. Ich werde jetzt auch nicht jedes Shiny Darkrai hier mit reinnehmen. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Trotzdem ein 98er Shiny Darkrai. Das war auf jeden Fall stark. Bockwurst King 2136. Ihr kennt die Zahl. Ist ein 100%iges. Glückwunsch an den Bockwurst King. Und ihr werdet sehen, so viele Leute haben ein 100er Darkrai bekommen. Aus einer Handvoll Raids, während der Ramses bei fast 300 gerade jetzt hier sitzt. Aber noch 4 Raid-Stunden vor sich hat. 5 Raid-Stunden vor sich hat. Also da kann noch einiges passieren. RWE Brian hier auch 100% Makabaya. Mit Karisima bin ich zu Glücksfreunden aufgestiegen. Gangster Pikachu 100% Galafleckmon. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Würde ich sofort zu Galalasho King machen. Gangster Pikachu hier 100% Knocker noch aus der Spezialforschung. Gangster Pikachu Shiny schuppelt. Und guckt mal auf die Bälle. Er hat einfach 0 Bälle, und er kann das Shiny nicht mal fangen. Thomas Speck mit einem 100er Furnifras, Bobserob, doch noch eins bekommen. Shiny Weberak hier noch dabei. Drachreck, das passiert, wenn man spontan eingeladen wird. 100er Darkrai. Klappt doch, Andy Project, 100er Darkrai. Ja? Dann Andy Project, endlich das Shiny nach gefühlt 100 Raids. Und was macht der Ramses? Lädt einfach was hoch und dann kommt die Meldung rein, deswegen muss das nochmal schicken. Endlich nach gefühlt 100 Raids, Shiny Drift Zeppli. Sieht auch übelst genial aus, muss man ihm lassen. Andy Project, 100er Nummer 2. Ich möchte nicht wissen, wie wenig Raids er gebraucht hat. Agi Halmi, Techko Halmi hatte heute besonderes Glück. Das ist doch bestimmt was für Raider Mittwoch, auch 100er Dark Rai ist. Raste aus, jeder einfach nur. Selal, Shiny Pikachu, Selal, Brot gekauft, keinen Bon bekommen, bestimmt Schwarzbrot. Das ist so dämlich und so simpel, aber irgendwie auch richtig genial. Was macht der Typ da unten? Der frisst eine Bratwurst, gut. Dann, Selal, ich bin Octopussy. Du bist behindert, ja. Da liegt die so im Spiegel und es sieht so aus, als hättet ihr einfach 1000 Arme und Beine, finde ich auch richtig genial. Oder das. Wenn du zu deinem ersten Date gehst und nach etwas Teurem riechen willst,
kippst dir einfach einen ganzen Kanister Benzin in die Schnauze. Also finde ich immer sehr übertrieben. Wenn ich eine Packung Chips öffne, mein Hund, bei Adi klappt das aber auch, wenn man auf dem Sofa sitzt, Chips auf, der rennt durch die Tür durch, der lässt alles stehen und liegen, der muss immer gleich gucken, angesprungen kommen. Selay hier auch noch mit einem Impagado, mit einem wilden, sieht auch richtig cool aus, wild so einen Batzen da mitzunehmen. Selay, 100er Radfratz, shiny Flurmel, shiny Nidoran, 100er Irbis in verschiedenen Größen gibt es die Teile, ja, ja. Ja, gut. 100er Irbis, 100er Funfi, nochmal 100er Irbis, Shiny Plinfa mit Kürbishut, 100er Flunschleg bei Shenaya, Shiny Traunfugil bei Shenaya. Danke für den Stream, schreibt sie hier noch, hat nämlich aus Raids für Zuschauer ein Shiny Darkrai bekommen und noch ein 100er Darkrai hinterher. Also bei ihr läuft das auch richtig gut. Nochmal danke für den Stream. Hier auch 100er Darkrai dann. Auch endlich mal Basti mit einem Shiny Ariados. Basti, Hundo durch Tausch ohne Lucky. Tauscht wirklich öfters mal, wenn euch bestimmte Pokémon fehlen oder irgendwas anderes. Ihr werdet fündiger. Bei mir klappt das nicht. Ich tausche jeden Tag ein Terrakium in der Hoffnung, dass das 100 wird. Klappt nicht. Aber hier so ein Sarg kann man mal mitnehmen. Jawohl! Lundo Lichtel bekommen und natürlich direkt entwickelt. Scheiß mal auf die Seedai-Attacke irgendwann. Direkt entwickelt. Sieht auf jeden Fall gut aus. 2,428. Kann das was in der Hyperliga? Auf jeden Fall richtig heftig. Einfach so tauschen, es wird lucky, es wird 100. Sieht immer richtig heftig aus, sowas mitzunehmen. Basti nochmal, den Kleinen endlich auch mal. Nur das Entwickeln wird mies, aber ich habe noch ein paar Baumpel übrig. Wenn du was brauchst, melde dich bei mir, kann ich bestimmt ein paar abgeben. Mago FedEx, 100er Giratina noch mitgenommen. Wer braucht schon Giratina, wenn man Darkrai hat, ja? Mago FedEx, Shiny Ditto, Mago FedEx, 100% Darkrai, also der hat sie halt alle, ja? Sarina, hab nur 9 Versuche gebraucht. Drücke dir ganz fest die Daumen, dass es diesmal auch so schnell bei dir klappt. Ich bin bei gefühlt 300 Raids jetzt. So schnell klappt's nicht. Aber auch hier 100er Darkrai. Burkhard, gestern an meinem Geburtstag dieses schöne Shiny bekommen. Alles Gute für dich natürlich, Burkhard. Shiny Weberak noch mitgenommen. Ice Scorpions. Yeah, da ist es endlich. Shiny Pikachu. Valentin mit einem 100% Krypto Phlegmon. Das ist eigentlich richtig krass. Müsste der Schocker der Woche sein. Ist es aber nicht. Dragonite bastelt ein bisschen an seinen Handy-Aussparungen, damit er hier sein Brettle mitnehmen kann. Lost Lift, Shiny Krippuk mitgenommen. NetGhost zeigt uns nochmal ein Biakachu. Das seid ihr, wenn ihr älter werdet. Ne? Für die, die jetzt jünger sind. Ja, der Rest ist schon so. Dann haben wir hier noch Izok, Shiny Pikachu. Jewel zeigt uns Ho-Oh, No-Oh, Go-Oh und Ho-Ho-Ho-Oh. Habe ich auch noch von jemand anderes bekommen, dann das Bild, aber ja, es ist halt ein Ho-Oh. So, Mago FedEx. Es war schon mein zweites. Schön, da freue ich mich richtig für dich. Glückwunsch und Grüße gehen raus an der Stelle. Dann bin ich mit Faustball Basti auch zu Glücksfreunden aufgestiegen. Aluhut ja auch, das zweite Shiny Krypuk mitgenommen. Kejoga zeigt uns nochmal den nächsten C-Day, ne? Außer wenn das Mundtier jetzt das Shinux runterwirft, dann wird es keinen Seedai geben. Burkhard, 100er Alpollo mitgenommen. Das habe ich aber nicht verstanden. Burkhard, schöne Pizza. Sieht wirklich gut aus. Und hier, saftige Pizza. Ist doch genau dieselbe, oder? Ist ein Unterschied. Schön, einmal schön und einmal saftig. Versteht ihr? Das, lasst das mal auf euch wirken. Dubby, nimmt man mit, ist vielleicht was für Raid am Mittwoch. 100% Absol, gerade jetzt, wo Absol in den Mega-Raids ist, kann man da natürlich schön Mega Absol draus machen. Hoodie am Morgen, Horse of Death, auch beim 5. Raid 100er Darkrai bekommen. Was Nettes aus dem Ei, Tobi hier mit einem 100er Zubiris. Nummer 2 diese Woche, Shiny Traunfugil bei Tobi. Endlich, Marco FedEx, 100% Lichtel. Aluhut hat gesagt, er macht das mal kompakt, zeigt uns hier die Übersicht in einer Woche so. Shinies, da sehen wir ein paar Darkrai dabei. Ihr seht Krippuk dabei, Makabaya, Kramurks, Traunfugil, Nebulak, Schmerbe, Krabitze, Purze. Ziemlich viele Darkrai, Bruder. Und, achso, hier der Rest. Pikachu, Flecknoe, Goldini, Evoli, Nebula, Giratina. Wohin genau? Wohin genau als 100%iges? Deswegen, das ist bei Shinies. Und hier bei den 100ern aus der Woche ist das wohin genau auch dabei, weil es ja ein Shiny 100er ist. Das hätte als einzelnes Bild schicken können. Noch ansonsten Walmer, Visor, Golbat, Trombok, Stubok, Habitak, Paragoni, Feuerriegel. Das wohin genau ist auf jeden Fall richtig genial.
Er weiß eben, was gut ist. Wieder mal ein Bild von Celal. Wasser aus dem Napf lässt ihn kalt. Ein Loch in der Straße, gefüllt mit Wasser. Da muss ich irgendwie wieder an Thomas denken. Grüße gehen raus. So. Dann, das fand ich auch richtig gut. Eine Sternschnuppe. Ich wünsche mir, dass die anderen Leute vernünftige Condor mitnehmen in den Rave. Und nicht so ein Müll wie Stollos. Schade, dass das Stollos so hart gedisst wird. Und was macht die Sternschnuppe? Die knickt ab und fliegt einfach wieder weg. Das macht sie nicht. Das ist unmöglich. Ja, die Leute werden immer Müll mitnehmen. Fotos von Sören. Sören hier. Shiny Blutzug, Shiny Kramurks, Shiny Darkrai. Da wird man zufällig von Freunden eingeladen, bekommt ein schönes Geschenk. Dann hier Shenaya, Shiny Plinfa auch mit Mütze. Shenaya schon wieder 100% Darkrai. Ich glaube, das ist hier drittes sogar schon. Für Raider Mittwoch. Heikos. Nachdem wir so viele Shinies und Hunderter hatten, darf natürlich auch das Shiny Hunderter nicht fehlen. Also das Shundo. Shundo Darkrai. Warum ist der nicht auf 50, hä? Weil die Leute so wenig Raids brauchen, dass sie keinen XL-Bonbons haben oder noch nicht mal 40 sind, um XL zu kriegen oder was weiß ich. Keine Ahnung, aber es läuft einfach. Der Ramses hat fast, wenn er fertig ist, hat er 1000 XL und immer noch kein 100er. Glückwunsch trotzdem an Heikos, sieht auf jeden Fall fett aus. Das wäre auch ein Kandidat gewesen für den Schocker der Woche. Pyrodampfer auch hier gerade komplett überraschend aus der Forschung. Shiny Pinsir, Lost Lift zeigt uns auch so seine Ausbeute. Dafür, dass ich nicht viel spielen konnte, war das eine gute Woche für mich. Traunvogel Nebulak, hier seht ihr 100er Pikachu, Schubbelt, Plinfa, Krüppuk, trifft Zeppli auf jeden Fall das Highlight. Kannst ja nicht wild finden, finde ich sehr gut. Koselinchen. Shiny, wohin genau? Weiblich, Shiny Darkrai, Shiny Traunvogel. Hier habt ihr nochmal Giratina dabei. Insgesamt da auch 6 Stück, die da ein ganzes Team voll machen. Koselinchen mit Mirapla, 98er Krypto, was er zu einem 100er machen kann. Koselinchen mit einem 0er Skungapu und einem 100er Skungapu gegenübergestellt. Loading Finn, Shiny Weberag, Austria Chilton. Gleich mal für Raider Mittwoch und danke für die Einladung. Ihr seht ja Kloster Festa, ich habe den spontan eingeladen, als ich einen Raid gemacht habe. Er kriegt Shiny direkt, ich leider ab und zu auch, brauche ich nicht. Ich will das 100er. Shiny Darkrai, Lennart hier, Shiny Weberag. Lennart mit einem 100%igen. Ich war Glücksfreund mit Lennart, nee, war ich nicht. Ich habe mit Lennart getauscht und ich wollte ihm was ganz Altes geben, damit ich die neuen Pokémon als Luckys habe. Ich habe ihm einen 96er. Ich habe ihm einen 96er Hytera gegeben, was ich damals in Basel aus einem Ei gebrütet habe, als ich beim James war. Habe ihm rübergetauscht, das war noch von 2017. Basel, das war richtig genial. Und es wird bei ihm einfach ein 100er. Fand ich auch richtig cool, sieht man hier getauscht. Ramses der Dicke, Basel aus dem Ei ausgebrütet, dann rübergetauscht, 100er geworden. Lennart hier auch, 100er Plinfa. 100er Palimpalim, auch durch einen Tausch erhalten mit Baumlieber. 100er Pikachu, auch durch einen Tausch erhalten mit Baumlieber. Ihr seht, wie oft da auch was Gutes bei rauskommt, wenn man ein bisschen tauscht. Dann kann es sein, Spukball, Palimpalim, Spukball weg. Und was nimmst du, Psychoschock oder Psychoschock? Die Auswahl ist natürlich schwer, kann man sich nicht entscheiden. Lennart noch, Shiny Pionskora, Wildes Machomai hier dabei. Jan Lehmann auch mit der Freundin getauscht. 100% Slymog, Alola bekommen. Hier sieht man auch King Hammer, Zittau, Sachsen, alles dabei. Heiko, wir alle erinnern uns damals, als Ash Son Goku und Vegeta gezeigt hat, wer der Allerbeste ist. Oder den klargemacht hat, wer der Beste ist oder Beste war. Lest euch nicht die Sätze und drunter durch, wenn ihr jünger seid. Seid stay clean, Bruder. Was Lava? Ja, genau. Heiko, 100er Krüppuk noch mitgenommen. 100er Pikachu, das gab es, glaube ich, aus der einen Quest am Ende. Einfach mal 100er, warum nicht? 100er Shiny Pikachu auch noch beim Heiko. Bier Benny endlich auch hier Shiny Drift Zeppli mitgenommen. Gangster Pikachu aus der GBL auch Shiny Darkrai mitgenommen. Jewel Shiny Makabaya mitgenommen. Rest von gestern, das heißt nicht mehr RAM, Raid am Mittwoch, sondern Rest am Mittwoch. Ja. Guckt euch das an, das lecker Essen und man selber muss hier hungern. Hat immer noch keinen Geschmack, das ist richtig mies. Mit Benny bin ich dann auch Glücksfreund geworden. Und dann hat der Chevy mir eben im Stream am Mittwoch in der Tokyo Raid Stunde noch gezeigt. Er hat jetzt schon 300%ige Darkrai. Ja,
Und er hat in einem Kampf über 6000 Schaden gemacht. Eigentlich müsste das sogar der Schocker der Woche sein, denn ich habe noch nie mehr gesehen. Das waren die Bilder, das waren die Highlights der Woche. Und jetzt haben wir trotzdem noch den Schocker der Woche für euch. Auch wenn da jetzt schon ein paar Sachen dabei waren, die würdig gewesen wären, möchte ich euch einfach kurz was anderes zeigen, weil das hätte man so nicht machen können. Ich möchte es euch aber trotzdem zeigen. Also, jetzt noch der Schocker der Woche. So, und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Lennart, weil ich einfach keine Ahnung habe, was bei dem immer abgeht beim Handy. Guckt euch einfach mal dieses Video an, ja? Ich mache mir hier auch Ton an. Er filmt ab jetzt immer jeden Feldforschungsdurchbruch und das aus einem bestimmten Grund. Das ist ein Makabar, ja. Und er nimmt den Ball. Und plötzlich sind es zwei Makabaya und zwei Bälle. Und es backt einfach so heftig und du denkst, du bist total besoffen, wenn du da hinguckst. Jetzt nimmt er einen anderen Ball. Er nimmt eine Beere. Der andere Ball auch einfach doppelt. Er wechselt durch. Jetzt wird das eine in den Ball gesogen, soll gefangen werden. Das andere hängt dahinter und guckt die ganze Zeit komisch. Also ich... Da habt ihr das schon mal gehabt. Dann flieht er, beziehungsweise er flieht nicht. Er hat das ja eigentlich gefangen, aber es ist irgendwie dieser Fluchtbildschirm oben da. Es ist die Anzeige noch da. Es sieht so aus, als wäre er noch im Fangbildschirm. Obwohl er gleichzeitig auf der Map ist. Also das ist jedes Mal bei ihm so. Ich habe keine Ahnung, was er da macht, dass seine App so kaputt ist. Aber es ist trotzdem mal wieder lustig anzusehen. Es sieht alles normal aus. Ein Makabaya, ein Ball. Du curvst den Ball und plötzlich hast du zwei Bälle und beim Auftreffen des Balls hast du plötzlich zwei Makabaya, aber eigentlich doch nur eins, also sieht auf jeden Fall lustig aus. Das war für mich der Schocker der Woche wieder mal, wie extrem verbuggt Pokémon Go doch sein kann. Ich hoffe, die Quarantäne ist bald um, ich hoffe, mir geht's bald wieder richtig blenden, dass ich dann auch wieder mit meinem blauen Hemd ganz normal die Raider Mittwoch Folgen machen kann, außer ihr sagt, hey, wir finden das in diesem Setting in der Küche mit der neuen Kamera eigentlich auch ganz gut, macht das doch so, denn normal nehme ich Raider Mittwoch immer mit der ganz alten Kamera auf, deswegen ist das immer ein bisschen schlechter, das Bild ein bisschen grieselig und ich muss alles ausleuchten, hier einfach hinstellen, anmachen, du kannst es machen, weil die Qualität passt. Ihr schreibt eure Meinung mal rein, was fandet ihr gut, was habt ihr noch so, wenn ihr was Cooles habt, schickt es mir ruhig irgendwie bei Telegram, Facebook oder irgendwas. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. This is